Obwohl die Etappe halt wirklich schon lang war nach Marktoberdorf. Haben wir aber nicht aufgegeben und sind weitergeradelt. Zwar nur noch zu zweit. Nach Füssen, wo ich jetzt dann gleich einen Vortrag halte. Aber ich habe mir einfach gedacht, ich möchte radeln. Vor allem, weil ich unbedingt hier drüben an Neuschwanstein vorbeiradeln wollte. Und jetzt hat es scharf. Daneben Hohenschwangau, die Ludwigschlösser. Wenn einmal Steuerverschwendung und Prunksucht was Nützliches gebracht hat, dann wirklich hier drüben. Denn kurz nach dem tragischen Tod von unserem König Ludwig, er ist ja im Starnberger See ermordet oder in den Freitod gegangen, das wissen wir nicht so genau, sind die Schlösser gegen seinen Willen freigegeben worden zur Besichtigung. Und ich glaube, nach dem Oktoberfest ist ja Neuschwanstein eines unserer wichtigsten Reiseziele in Bayern für die Ausländer. Vor zwei Jahren war ja das König Ludwig, wie er heißt, zu seinem 125. Todestag, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ich hab dann alle König Ludwig Baudenkmäler mir angeschaut, vom Schachenhaus bis zum Herrenchiemsee, seine ganzen Orte aufgesucht. Und wirklich eine Reise wert, vor allem für die Hohenschwangau, wo man so sieht seine Jugend, wo er so mit Märchen in Verbindung gekommen ist und warum er dann überhaupt erst Linderhof und die anderen Bauten auf die Füße gestellt hat. Hohenschwangau, halb unvollendet, aber natürlich gerade deswegen finde ich ja ein sehr reizvoller Bau. Ob unsere Politiker mal sagen können, dass eher eine Steuerverschwendung, wie zum Beispiel die dritte Startbahn oder Stuttgart 21 oder der Berliner Flughafen, auch so viele Massen friedlich nur zum Besichtigen anziehen werden? Gute Frage, gell? Ich habe euch ja versprochen, wir schauen auf unserer Tour auch Baudenkmäler an und ich kann euch noch eins raten. Bayern hat so viel zu bieten und vor allem so viel vor der Haustür. Und manchmal wissen unsere Touristen, die zu uns nach Bayern kommen, mehr als wir selber. Darum tut mir die Tour auch wahnsinnig gut, um Bayern wirklich nochmal total intensiv kennenzulernen. Und wenn ich eben im Auto gern unterwegs bin und mir dann was anhöre, auf die Strecken, jetzt halt nicht beim Radlfahren, sondern beim Autofahren, Podcast-Reihe, ich kann euch empfehlen, Bayern 2, Land und Leute oder das Feuilleton oder die Texte von den Landesausstellungen. Da gibt es wunderschöne Podcasts über König Ludwig II., über seine Bauten, wie die Handwerker davon profitiert haben, wie König Ludwig hier nach Neuschwanstein in der Nacht mit dem Schlitten dann hinaufgezogen worden ist. Einfach mal reinschnuppern und ein bisschen Geschichte und Kultur danken. Mir pressiert es jetzt aber weiter, denn in 20 Minuten soll ich in Füssen einen Vortrag halten und ich möchte mich ja noch duschen. Wahrscheinlich werde ich es nicht mehr ganz schaffen, aber auf geht's. Drum, Servus, pfiat euch miteinander.